Beuteinsonde? Kurz vor dem Rendezvous. Nervosität, es rumort im Gedärm. Man hat buchstäblich Schiss. Im Bauch sitzt sozusagen ein zweites Gehirn, das unser Denken und Fühlen beeinflusst. Herzlich willkommen zur Sonde. Folgende Situation. Sie freuen sich auf etwas ungemein oder Sie haben vielleicht Angst vor einer Situation. Wo spüren Sie das? Ganz klar, im Bauch. Der Sitz unserer Gefühle scheint im Zentrum unseres Körpers zu liegen. Und das Verrückte ist, auch die Wissenschaft hat dafür neuerdings Belege. Auch wenn der Darm eher unappetitlich daherkommt, mit all den fermentierenden Bazillen, mit all dem Schleim, dann auch noch die Geräusche und Gerüche, es scheint so zu sein, dass in unserem Darm ein kleines Gehirn sitzt. Wie der Bauch den Kopf bestimmt, das zeigt unser Beispiel mit Kurt. Frankfurt Flughafen. Kurt erwartet ungeduldig eine Maschine aus Rio. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung, dann wird er Tamara wiedersehen. Er liebt sie noch immer, doch wird sie seine Gefühle erwidern? Kurt hat die sprichwörtlichen Flugzeuge im Bauch. Als Tamara vor 6 Monaten nach Südamerika ging, hatten sie sich getrennt. Sie wollte in Brasilien studieren und dort leben. Für Kurt kam das nicht in Frage. Er musste sich um den Betrieb seines Vaters kümmern und ist deshalb in Deutschland geblieben. Der Abschied fiel ihm damals unendlich schwer. Ist völlig durcheinander, kann keinen klaren Gedanken fassen. Das Wechselbad seiner Gefühle spürt er nicht nur im Kopf, er spürt es auch im Bauch, genauer gesagt in seinem Darm. Dort ist sozusagen ein zweites Gehirn, das Denken und Fühlen mit beeinflusst. Der Darm wird von mehr als 100 Millionen Nervenzellen umhüllt. Sie sind vom gleichen Typ wie die im Kopfhirn. Die Zellen verständigen sich mit Botenstoffen und elektrischen Signalen und kontrollieren so die Darmfunktion. Anders als das Kopfhirn steht das Darmhirn in direktem Kontakt zur Außenwelt. Alles, was Kurt zu sich nimmt, kommt mit der riesigen Oberfläche des Darms in Berührung. Er bewertet die Nahrung und gewinnt daraus Energie. Außerdem soll er vor Krankheitskeimen und Vergiftungen schützen. Dafür ist der Darm gut gerüstet, denn dort arbeiten 2/3 der Abwehrzellen. Bei einer Vergiftung übermittelt das Darmhirn blitzschnell Notsignale an das Großhirn. Das wiederum veranlasst Übelkeit oder Erbrechen. Schon im Mutterleib entwickelt sich das Darmhirn und übernimmt nach der Geburt sofort seine Aufgaben. Von da an merkt es sich alles. Die Milch der Mutter und damit die Nahrungsstoffe, die sie zu sich genommen hat. Und auch die zärtliche Zuwendung zu ihrem Baby. Etwa 12 Tonnen feste Nahrung hat Kurt seit seiner Geburt verschlungen und wieder ausgeschieden. Sein Darmhirn hat Informationen über all diese Nahrungsmittel gesammelt und gespeichert. Es merkt sich auch Stimmungen und Gefühle. Denn in ständigem Kontakt zum Großhirn nimmt es an dessen Wahrnehmung teil. Die emotionalen Erinnerungen des Darmhirns beeinflussen unsere Entscheidungen. Da sind sich die meisten Forscher einig. Nur das Wie liegt noch weitgehend im Dunkeln. Welche Blumen Kurt am besten gefallen und welche er schließlich auswählt, beruht weniger auf rationalen Überlegungen. Er entscheidet eher aus dem Bauch heraus, ohne dass es ihm bewusst wird. In vielen Situationen macht sich das Darmhirn unangenehm bemerkbar. Kurt geht es wie den meisten Menschen. Bei Stress reagiert sein Darm mit erhöhter Aktivität. Sein Dünndarm treibt jetzt die Verdauungsreste beschleunigt voran, will sie möglichst schnell loswerden.
Vermutlich ist das eine vorbeugende Maßnahme, um in Krisensituationen weniger Arbeit zu haben. Endlich kommt Tamara. Sie lächelt. Während Kurt sie in die Arme schließt, meldet sich sein Darmhirn, erinnert ihn mit angenehmen Gefühlen an die schöne Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben. Nun muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen oder genauer gesagt den Darm an seinem Platz, denn der Großteil unserer emotionalen Entscheidung wird natürlich hier oben getroffen. Aber das Darmhirn redet durchaus mit. Um Ihnen mal einen Eindruck von dem Organ Darm zu geben und um Ihnen vor allem mal vorzustellen, wie lang das eigentlich ist, haben wir Herrn Reitle von der Firma Risco eingeladen und der hat uns eine Wurstmaschine mitgebracht. Nun wollen wir natürlich das Gedärm nicht mit dem füllen, was üblicherweise bei uns drin ist. Was haben Sie da mitgebracht? Wurst soll es ja auch nicht werden. Wir haben hier also Kunststoffgranulat mitgebracht, die wir es üblicherweise benutzen, um unsere Maschinen zu testen. Ja, dann füllen Sie das doch bitte mal rein. Was nehmen wir als Darm? Das ist sicherlich auch kein menschlicher Darm, sondern Schweinedarm, als Darm, oder? Nehmen wir einen Schweinedarm im Kaliber 30-32. Alles klar, dann würde ich Sie bitten, doch einfach mal loszulegen. Demonstrieren wir doch mal, wie lange der Darm ist. So, Granulat kommt. Und da sehen wir schon in etwa die Dicke, die ein Darm hat. Also wenn man es zusammendrückt, dann entspricht das tatsächlich auch dem Dünndarm in unserem Körper. Und dieser Dünndarm hat in etwa eine Länge, naja, so bis 2,5 Meter. Wenn man ihn allerdings entspannt, kann er noch einige Meter länger werden. Und nach dem Dünndarm, in dem die ganzen Nährstoffe auch verdaut werden, schließt sich dann der Dickdarm an. Der kann auch noch mal 1,5 Meter lang werden ungefähr und der sorgt eben dafür, dass alles dann die richtige Konsistenz hat. Und übrigens, dieses Ganze hier ist natürlich gefüllt mit vielen, vielen Bakterien. 500 verschiedene Arten gibt es da drin. Insgesamt muss man sagen, ist der Darm ein ziemlich kompliziertes Gebilde. Aber das ist auch kein Wunder, denn der Darm hat auch einen großen Anteil an unserem Immunsystem. Und an dieser Stelle kommt natürlich wieder das Darmhirn auch ins Spiel. Dieses Darmhirn ist natürlich ziemlich unabhängig, hat sozusagen seine eigene Persönlichkeit, aber es steht natürlich auch in enger Kommunikation mit unserem Kopfhirn. Und die Forscher haben die Vermutung und den Verdacht, dass immer wenn etwas schiefläuft bei der Kommunikation zwischen Bauch und Kopf, dass dann Krankheiten entstehen. Und daher wollen sie diese Sprache ganz genau verstehen. Das ist Michael Schemann, Gastroenterologe an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und das Paul Enk von der Universitätsklinik Tübingen. Beide Professoren haben den Darm zu ihrem Forschungsobjekt gemacht. Auf den ersten Blick ein schlichtes, gewundenes Hohlorgan, das der Alltagsmensch seiner übelriechenden Ausscheidungen wegen am liebsten mit Nichtachtung strafen würde. Doch im Darm steckt weit mehr, als man gemeinhin denkt. Die Funktion, die den Darm von allen anderen Organen unterscheidet, ist die der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das ist außer für die Haut bei keinem anderen Organ der Fall. Der Darm hat die größte Fläche im Kontakt mit Umgebungsreizen, also mit Nahrung beispielsweise. Der Darm ist also etwas Besonderes. Mit seiner fußballfeldgroßen, gefalteten Oberfläche erschließt er die Nahrung, trennt Wertvolles von Unverdaulichem. Ausgestattet mit einem Netzwerk von Millionen Nervenzellen führt der Darm sein Eigenleben. Und das Erstaunliche, er kann völlig unabhängig vom Gehirn agieren. Mit einem Rattendarm kann man folgendes Experiment machen. Den Darm komplett aus seiner Bauchhöhle gelöst und in Nährlösung gegeben, würde bedeuten, dass der Darm zunächst seine Funktion, nämlich den Inhaltsstoff weiter zu transportieren, weitgehend fortführt, ohne dass er sich daran zu stören scheint, dass kein Körper und kein Kopf mehr an diesem Darm hängt. Er entleert sich etwa in dem gleichen Rhythmus, in dem er sich auch entleeren würde, wenn er noch im Körper wäre. Dieser Rattendarm in der Petrischale zeigt es. Ein Darm kommt ohne seinen Eigentümer aus, so als wäre er ein eigenständiges Wesen. Grund genug für die Wissenschaftler, den Darm genauer unter die Lupe zu nehmen. Vor allem zwei Aspekte machen das ungewöhnliche Organ so faszinierend. Zum einen die
Unabhängigkeit des Darmsystems selbst und zum Zweiten die Tatsache, dass der Darm den Kontakt zum Gehirn sucht, Nervenverbindungen aufbaut und diese bestehen zu 90% aus aufsteigenden, wir sagen afferenten Fasern, Fasern, die Informationen vom Darm zum Gehirn liefern. Nur 10% der Fasern liefern Informationen vom Gehirn zurück zum Darm. Paul Enk reizt den Darm einer Versuchsperson mit einem Ballon. Mit Hilfe der Kernspintomographie, die den Hirnstoffwechsel sichtbar macht, will er herausfinden, wie das Darmhirn Kontakt zu dem Kopfhirn aufnimmt. In welchen Regionen kommen die Signale eigentlich an? Wo werden sie verarbeitet? Die Ergebnisse sprechen für die Alltagserfahrung, dass viele Gefühle aus dem Bauch kommen. Alle Informationen, die aus dem Darm kommen, werden in der Tat in einem System verarbeitet, das auch für Emotionen zuständig ist. Das sogenannte limbische System ist in der Verarbeitung von Darminformationen immer involviert. Der Darm informiert also den Bereich des Gehirns, der für Stimmungen zuständig ist. So ist es also kein Wunder, wenn Menschen mit chronischen Darmstörungen oft auch mit seelischen Problemen zu kämpfen haben oder schlechtes Essen einfach aufs Gemüt schlägt. Was dahinter steckt, wollen Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover ergründen. Die berechtigte Hoffnung ist, dass wir immer mehr Krankheiten im Darm besser definieren können, die sogenannten funktionellen Erkrankungen, dessen Ursachen wir zum großen Teil noch gar nicht kennen. Und da wird zumindest zum Teil eben Störungen im Darmnervensystem vorliegen. Natürlich nicht nur im Darmnervensystem, sondern insbesondere auch, was die Kommunikation zwischen Darm und dem anderen Gehirn, also dem unserem Kopfgehirn angeht. Das sind alles Verbindungen und Kommunikationen, die für Erkrankungen und für Darmkrankheiten eine ganz wesentliche Rolle spielen. Deshalb wird das Darmhirn genau untersucht. Das Hauptinteresse gilt der Frage, wie reagieren die Knoten des neuronalen Netzes auf äußere Reize. Mehrere Nervenzellen sind zu solchen Knoten zusammengeschaltet und mit einem Stoff markiert. Der verändert seine Farbe, sobald eine Nervenzelle auf Reize reagiert. Und genau diese Farbnuancen werden gemessen. Sie zeigen an, welche Zellen gerade aktiv sind. Das machen wir unter anderem deswegen so genau, weil nur diese Methode uns die Möglichkeit gibt, von vielen Nervenzellen zur gleichen Zeit abzuleiten und so eben die Kommunikation zwischen den Nervenzellen und damit die Kommunikation innerhalb des gesamten Nervensystems darstellen zu können. Um festzustellen, ob das Darmhirn krank ist, schauen sich die Forscher die Verteilung der Botenstoffe in den Nervenzellen an. Sie bestrahlen die Proben mit grünem, rotem oder blauem Licht. Jede Farbe bringt andere Botenstoffe zum Leuchten. Anhand des Farbmusters können die Wissenschaftler ein krankes Darmhirn identifizieren. Der praktische Nutzen, das, was hinter diesen Untersuchungen besonders am humanen Darmnervensystem steht, ist wirklich neue Therapieformen aufdecken zu können, entwickeln zu können, um Störungen besser behandeln zu können. Und dafür müssen wir natürlich Störungen erst überhaupt mal identifizieren. Wissenschaftler wie Michael Schemann und Paul Enk dringen immer tiefer in den Kosmos des Bauchhirns ein. Und sie verstehen immer besser, wie das Bauchhirn mit dem Gehirn im Kopf zusammenarbeitet.